Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Ja, wir sind immer noch in Nekataka unterwegs, im Augenblick am Ankerplatz der Königin. Ich hoffe, wir haben hier nicht mehr zu viel, was wir uns angucken müssen. Mein Plan war ja, hier den Bereich abklappern, dann hier über die Brücke. Beim Schuster vorbei, die Gebäude hier, dann hier oben noch und dann können wir irgendwo das Gebiet wieder verlassen. Wobei, ich werde wahrscheinlich die Brücke als letztes machen. Ich werde hier das Hauptquartier abgehen, dann hier hoch, die Sachen machen. Da oben war ich ja schon. Werde hier die Sachen abklappern und dann werde ich hier runtergehen und über die Brücke die Map verlassen. Ja, das ist eine gute Idee. Reden wir erstmal mit ihr hier. Du näherst dich der valianischen Frau. Sie greift die Augen zusammen, drüpft die Nase, betrachtet dich mit kaum verhohlenem Abscheu. I only deal with serious clients. Now Shu. Ich befasse mich nur mit Kunden, die es ernst meinen und jetzt verschwinde. Sie hat Shu gesagt. Sie wedelt mit beiden Armen, um dich zu verscheuchen. Wie bitte? Was für eine Art Geschäft betreibst du denn? Ich bin ein Kunde, dem es ernst ist. Wie bitte? Ach, done. You are dismissed. Ak, erledigt, du bist entlassen. Madiko, but it is impossible to find skilled work when every competent freelancer wastes their shore leave in the wild mare. Madiko, es ist absolut unmöglich, gute Arbeiter zu finden, wenn jeder kompetente, freischaffende Seemann seinen Landurlaub in der wilden Meere verbringt. Sie verzieht das Gesicht und deutet mit einer Kopfbewegung nach Osten. When blood travels south of their brains, the value of a good bounty is forgotten. Sobald die Blut erst einmal aus dem Kopf nach unten zu anderen wichtigen Teilen sagt, haben sie den Wert eines guten Kopfgelds rasch vergessen. Du setzt Kopfgelder aus, ich könnte ein paar davon annehmen. Warum gibt es nicht mehr Seeleute, die bereit sind, gute Arbeit anzunehmen? Das klingt so, als würde es Spaß machen. Lebe wohl. Nehmen wir mal das da. Ach, aber in meinen Augen ist der leuchtende Adra dran schuld. Sie verschreckt die Arme und atmet scharf durch die Nase aus. Our privateers are busy escorting shipments out of the Deadfire. Everyone is rich, no one is hungry. Unsere Freibeuter sind damit beschäftigt, Schiffe aus dem Todesfeuer zu führen. Alle sind reich und niemand muss hungern. Where are the Casitas willing to sink their enemies for a bag of pies, huh? Drunk on success. Und wo bitte sind denn jetzt die Casitas, die bereit sind, für einen Beutel voller Pires die Schiffe ihrer Feinde zu versenken? Sie sind betrunken von ihrem Erfolg. Verächtlich deutet sie mit ihrer Handbewegung nach Osten. Welche Kopfgeld hast du denn zu vergeben? I do not make a habit of shepherding new talent, but ach, there is a seed of potential. Na, jetzt auf einmal. Normalerweise mache ich es mir ja nicht zur Gewohnheit, neue Talente zu bemuttern, aber ich sehe in dir Potenzial. Sie seufzt und blickt über deine Schulter hinweg, doch dann gibt sie auf und wendet sich direkt an dich. We will cut your teeth on Biakara, a Huana sailor and would-be patriot who plagues company ships. Wir haben eine Menge zu berichten über Biakara, eine Seefahrerin der Huana, die sich als Patriotin bezeichnet und die Schiffe der Gesellschaft belästigt. Ich nehme das Kopfgeld an. Biakara sails a Voyager scale of Tangaloa off of Hasongo's northeastern coast. Gelada. Biaka segelt auf ihrem Schiff, der Waage, von Tangalo, jenseits der nördlichen Küste von Hasongo. Ein weiteres Mal betrachtet, erinnert dich eingehend, bevor sie dich mit einem Schulterzucken fortschickt. Bevor ich aufbreche, habe ich noch einige Fragen. Ask your questions, Aimiko. Fragen? Wenn du Fragen hast, stell sie. Leb wohl. Okay. Wir kriegen immer mehr Kopfgelder. Welche müssen wir wohl auch in Seeschlachten austragen, beziehungsweise... ja, ein Kanal. Du begibst dich hinab in den Kanal und befindest dich vor einem eisernen Tor wieder. Der Abwassertank von der anderen Seite ist so stark. Der Abwassergestank von der anderen Seite ist so stark, dass es dir die Tränen in die Augen treibt. Die eisernen Schäbe sind fest mit dem Backsteinmauer verankert. Hier ist kein Durchkommen, so wie es aussieht. Das Tor untersuchen. Das Eisen scheint solide zu sein. Allerdings haben die Elemente an der Backsteinmauer genagt. Das Eisen scheint solide zu sein, allerdings ja.
Die Eisenstäbe erstrecken sich weit tiefer als die offensichtlichen Bruchstellen. Es wird einen gewaltigen Aufwand erfordern, das Gitter herauszureißen. Mhm. Wir haben keinen Anlass, uns da hinunterzuwagen. Jedenfalls im Augenblick nicht. Weil, was sollen wir? Sollen wir die Valianische Handelsgesellschaft aus irgendeinem Grund infiltrieren? Darf ich rein? If you've come on business with the Valian Trading Company, it will have to wait until morning. We're closed. Wenn du Geschäfte mit der Valianischen Handelsgesellschaft zu tätigen hast, musst du bis morgen warten. Wir haben geschlossen. There's no need for you to be here after hours. Move along. Du sollst nach Büroschluss nicht hier herumloggern. Scher dich weg. Was, wenn es ein Notfall ist? If it has anything to do with paperwork or wax seals, which covers most of what's in the building, I'm confident it can wait until morning. Wenn es mit Papierkram oder Wachssiegeln zu tun hat, so wie praktisch alles hier in diesem Gebäude, kann es mit Sicherheit auch bis morgen warten. Okay, dann lebt wohl. Gut, wir wollen dich hier einbrechen in die Handelsgesellschaft. Wächter? Ja, ich bin der Wächter. Deswegen warten wir. Es ist 2 Uhr nachts. Ach nee. Es ist irgendwann später am Abend. Wir wollen bis 8 Uhr morgens warten. Das Gute ist wirklich, die scheinen kein Geld zu wollen, solange... Also Essen und Trinken geht auf jeden Fall nicht runter, das habe ich schon gemerkt. Ich hätte noch mehr Reis und mehr Palmstein könnte ich auch noch zum Essen anbieten. Oder Schleimaal, daraus kann ich Hackfresse machen. So, die Tür ist offen, die Wächter sind weg. Finde ich schon mal sehr toll, dass sie hier wirklich einen Tag-Nacht-Zyklus eingebaut haben mit ein bisschen Sinn. So, das hier ist das Haus der Valianischen Handelsgesellschaft. Das VHK-Archiv, die Treppe, Waschraum, Büro des Gouverneurs, Kojen der Wachen, die Wohnstube und Lukas Büro. Na, dann gucken wir mal, wie wir hier überhaupt haben. Der Doc-Zauberer und... It's still going on, is it? When will those arrogant louts decide that enough is enough? Der Doc-Zauberer. Und hat den im Palast ein Zaubertrick gefallen? Na, sehr netter. Sie sind immer noch dabei, oder? Weil sehen diese arroganten Nümmel endlich ein, dass es reicht. Has been raving ever since they moved in next door. Imagine them as neighbors. Hört gar nicht mehr auf zu toben, seit die nebenan eingezogen sind. Stell dir nun vor, die als Nachbarn. Eine valianische Angestellte flüstert ihrer Freundin ins Ohr, die die Augen schließt und wissend nickt. It's a point of pride, I suppose, having the bigger house in the district. Es geht um den Stolz, schätze ich, darum, wer das größere Haus im Bezirk hat. Die zweite Frau denkt darüber nach, während sie aus dem Fenster schaut und auf ihr Kind tippt. Pride! I wouldn't count on either of them having much of that in stock. Stolz, ich würde nicht darauf zählen, dass einer von ihnen viel davon vorzuweisen hat. Sie sind zusammen, als sie dich bemerkt, aber nimmt zügig wieder Haltung an und setzt ein einnehmendes Lächeln auf. Something we can help you with, sir? Können wir irgendwie helfen? Die Angestellten lächeln dich förmlich an. Ich kam nicht umhin, euer Gespräch mit anzuhören. Worum ging es genau? Have you been walking through Queen's Birth with your eyes closed? Or have you simply failed to notice the trouble between the Bardato and Valera families? Bist du mit geschlossenen Augen durch den Angriffsplatz der Königin gewandert oder sind dir die Streitigkeiten zwischen den Bardatos und den Valeras wirklich entgangen? Sie gestikuliert bedeutungsschwer in Richtung der Tür und schnauft theatralisch. Ich war Zeuge einer Konfrontation zwischen Orso Valera und Laro Bardato. You did? Oh, stop it!
No, don't stop there. Tell us more. We've been cooped up in this office all day, and the only intrigue to be had is what precious little goes by our windows. Wirklich? Ist nicht wahr, oder doch? Erzähl, wir sind den ganzen Tag hier eingepfercht und nur ganz selten kommt uns mal was zu Ohren, über das wir tratschen können. Sie beugen sich zu dir vor und kleben dir beinahe schon an den Ohren. Sie wollten sich unbedingt duellieren, aber ich konnte sie davon abbringen. Ah, but isn't that noble of you? Come then, we can't let the good word simply wither on the vine. Oh, wie nobel von dir. Na los, wir können die guten Nachrichten doch nicht einfach für uns behalten. Mit einer Geste bedeutet es, ihrer Partnerin zu gehen. Ja, supi. Oh, Öl. Ah, hi. Aufgepasst, der Direktor schaut hier. Wo denn? Hier ist an dir niemand mehr. Eine Wächter. Der VHG-Aufseher, was auch immer die VHG ist. Noch ein Wächter. Ja, hier könnten wir nur klauen. So, hi. Der Angestellte huscht durch den Raum und wirft dir einen kurzen Blick zu. Er reibt sich unter den Augen und atmet tief durch die Nase aus. Merla, if you are not on the schedule, you are here to waste my time. Merla, wenn du keinen Termin hast, verschwendest du nur meine Zeit. Den Angestellten untersuchen. Lukas Hemd ist von ausgeblichenen lilafarbenen Flecken übersät, die nur vom Wein stammen können. Jemand hat vergeblich versucht, sie auszuwaschen. Als er seinen Blick bemerkt, knüpft Lukas seine Weste zu. The service at the tavern are clumsy. Most clumsy indeed. Die Bedienung in der Taverne ist tollpatschig, überaus tollpatschig. Er räuspert sich und fächelt sich Luft zu. Was ist das für ein Ort? Stumbling from the street, I see. Frisch von der Straße hereingestolpert, wie ich sehe. Luca rümpft die Nase und sieht dich abschätzend an. This is the heart of the Valian Trading Company. You would know that if you had a reason to be here. Das ist das Herz der Valianischen Handelsgesellschaft. Wenn du einen Grund hättest, hier zu sein, wüsstest du das. From her office, Governor Alvari carries out the will of the Sungretta Mea Compressa. Von ihrem Büro aus führt Gouverneurin Alvari den Willen der Sungretta Mea Compressa aus. Das sind wahrscheinlich die... Ja, der Kongress der Gesellschaft besteht aus 11 hochrangigen Investoren, die gemeinsam die Valianische Handelsgesellschaft führen. Hey. We clerks are the fingers of their long reach. Wir Angestellten sind die Finger ihrer weitreichenden Hand. Er hält seine Hand auf sein Herz und verbeugt sich tief. At once. So, da hier die Treppe ist. Und wir eh durch so eine Tür hier müssen. Palmenlatten. Und die Schriften des Bärats. Okay, wir können uns hier bedienen. Hey du, das ist Eigentum der Gesellschaft. Lass das in Ruhe. Okay. Das dürfen wir nicht anfangen. Ein flüchtiges Betrachten der Regale. Enthüllt beschriftete Bücher, die Karten zurückreichen. Lass mich raten. Hier dürfen wir nicht rein, oder? Ecosi, you have business here. Ecosi, hast du ein Anliegen? Die Wache hält eine Hand hoch und mustert dich mit ein paar flüchtigen Blicken. Ich komme gerade aus Port Maie. Gouverneur Clario lässt ankündigen, dass ich hier Arbeit finden könne. Ich würde gerne mit Gouverneur Alvari sprechen. Wessen Büro ist das? Governor Lueva Alvari. Governor Alvari manages the company's day-to-day operations. As you can imagine, this makes her a very busy woman. Mann, der schricht echt, als hätte er einen Stock im Hintern. Das von Gouverneurin Lueva Alvari. Sie kümmert sich um das Tagesgeschäft der Gesellschaft. Wie du dir denken kannst, ist sie eine vielbeschäftigte Frau. Die Wache sieht dich scharf an. Ich komme gerade aus Port Maie. Gouverneur Clario ließ anklingen, dass ich hier Arbeit finden könne. You are in luck. The governor is between meetings. Go on in. Du hast Glück. Die Gouverneurin hat keine Termine. Geh hinein. Ja. I'm here. Tag. Für die Republiken mit dem Direktor der Valianischen Handelsgesellschaft treffen. Gouverneurin Alvari steht in Gedankenversuchen neben ihrem Schreibtisch.
Als du näher kommst, blickt sie auf. Die intensive Konzentration verschwindet aus ihrem Gesicht und sie begrüßt dich mit einem überraschend warmen Lächeln. The Watcher. From the palace, yes? You made quite the impression on the Cantonese. He went on for ages. Welcome. Make yourself comfortable. Der Wächter vom Palast, ja. Du hast bei Cantonese ziemlich einen Eindruck hinterlassen. Er konnte gar nicht mehr aufhören, von dir zu reden. Willkommen, mach es dir bequem. Cantonese ist der Graf von Nicesi. Ein Titel, den Nero, Sohn der Fürstin Spirento, innehat. Ja, soll ich die jetzt alle kennen? I am Lueva Alvari, Governor in Residence of the Valiant Trading Company here in Nekataka. What brings you to my door? Ich bin Lueva Alvari, Gouverneurin der Valianischen Handelsgesellschaft hier in Nekataka. Was führt dich zu mir? Ich komme aus Port Maie, Gouverneur Clario deutete an, dass die Valianische Handelsgesellschaft Arbeit für mich haben könnte. Generous of him. I'm a little surprised he gave you up, to be honest. His operations on Port Maje must be going more smoothly than reported.